Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Spiel, das ich mit Blender gemacht habe. Blender ist ein Open Source Programm, das kann ich runterladen, der Link gebe ich jetzt auch noch. Und ich will es nur mal zeigen, hier kann es runterladen und beurteilen, wie ihr es findet. Das Spiel basiert auf zwei dreidimensionalen Ebenen, also ein Spiel zweidimensional, aber es ist dreidimensional. Im Blender ist halt alles dreidimensional, deswegen läuft der Ball nur links und rechts. Habe ich gemacht zumindest. Und es ist immer das Ziel zum Diamanten kommen, also ins Ziel. Hier am Anfang bewegt man eben die Pfeiltaschen, also rechts, links und die Pfeiltaschen oben springen. Natürlich müssen wir versuchen am Anfang zu Start zu kommen, also um das Spiel zu starten. Ihr könnt auch hier rüber, dort den Balken folgen. Und so Exit wollen wir jetzt aber nicht, wir wollen zu starten. Und wir rücken den Plus und das Level beginnt. Special 1, die Basics, die grauen Kästen, die bewegen sich nach oben und unten. Die Stacheln, die es aber nicht berühren, denn dann startet das Level von vorne. Also ihr fangt es gleich hier hoch. Das spielen hier rüber auf den Klotz hier und folgen wir einfach hin. Gehen hier rüber und auf den Diamant drauf. So, Level geschafft. N, um fortzusetzen. Level 2 ist jetzt relativ schwer. Man muss hier immer zwischen die grünen Teile springen, das ist schwer. Ja, man kann immer zwei auf einmal nehmen. Vielleicht mache ich nachher das dabei ein bisschen langsamer. Den neuen Link werde ich dann immer in die Beschreibung reinmachen und die Updates hinzufügen. Wow, so. Jetzt hier auf das hier. Und die weißen machen immer irgendeine Aktion, die weißen Cache. Jetzt zum Beispiel, dass die Steine hier runter gibt. Das sollte man nicht berühren. Das spielt ein bisschen auf dem Raum. Das mache ich jetzt nicht, sondern sie alles nach vorne machen. Ich spiele hier rüber, da kommen wieder Bälle runter. Die wieder ausreichen. Wir wollen so Steine darstellen. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen überarbeiten. Und hier kommen auch wieder welche runter. So, jetzt gehen wir jetzt weiter. So, Diamant wieder. So, das wäre die Beta gewesen. Ich war natürlich neue Level und da hat es immer hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und ja, schreibt einfach eine E-Mail, wenn es euch gefällt oder hier einen Kommentar drunter. Ich werde vielleicht auch mal ab und zu vielleicht ein Blender-Tutorial machen, wenn ihr es wollt. Dann, wo ich zeige, wie sowas geht. Oder dreidimensionale Spiele, wie ihr wollt. Also, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen.